In diesem Video widmen wir uns der Buchungsverwaltung, und zwar die wir finden bei Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen. Jetzt könnten Sie sagen, oh, Buchhaltung, ganz toll. Ja, es ist nicht so das prickelnde Thema, aber es muss halt auch sein. Hilft nichts, da müssen wir jetzt durch. Aber das kriegen wir hin. An dieser Stelle möchte ich bitte auf vorhergehende Videos verweisen, und zwar auf die Kontenverwaltung und auf die Kategorien und Buchungskonten. Also auf diese beiden Videos, dass Sie die vielleicht bitte ansehen, denn dann erschließt sich vielleicht auch einiges hier bei den Buchungen. Zuerst einmal generell, wir haben hier oben eine Leiste, in der wir natürlich etwas Neues anlegen können, etwas Bestehendes unter Umständen ändern und etwas löschen auch unter Umständen. Suchen, drucken, klar. Dann haben wir hier eine Combo-Box, also das heißt eine Auswahlbox, in der Sie das dementsprechende Konto, das Sie sehen wollen, anklicken können bzw. auswählen können. Darunter in der Liste haben wir die dementsprechenden Einträge zu Ihrem ausgewählten Konto. Hier ist es jetzt noch nicht spannend, weil wir haben ja nichts Großartiges drin, aber wir werden gleich ein paar Buchungssätze erzeugen. Zuallererst möchte ich darauf hinweisen, dass Sie einen Button hier haben, Eröffnungsbuchung ändern. Wenn Sie in der Liste hier unten auf einen Datensatz stehen, der dieses Präfix, also diese Kennung E hier trägt nach der Saldospalte, dann bedeutet das, das ist eine Eröffnungsbuchung. Und eine Eröffnungsbuchung kann im Nachhinein verändert werden. Das heißt, Sie könnten sagen, Beispiel, hier haben wir die Kasse, und dann könnten Sie sagen, Mensch, da habe ich mich ja total vertan, das waren ja nicht 300 Euro Kassenbestand, sondern es waren ja eigentlich nur 150. Hier ist einfach der Mensch die Fehlerquelle, weil der Mensch etwas Falsches eingegeben hat. Das heißt, eine Eröffnungsbuchung kann man ändern. Steuerrelevante Informationen hingegen können nicht geändert werden. So, können nur durch eine Gegenbuchung, so macht es auch der Steuerberater, neutralisiert, also beziehungsweise aufgehoben werden. Ich würde sagen, wir erzeugen jetzt einfach mal ein paar Buchungsdatensätze. Ich gehe jetzt in die Kasse rein, ich erkläre jetzt da gar nichts Großartiges. Und mache einfach mal eine Barzahlung, einen Gutschein. Okay, was machen wir noch? Und eine EC-Zahlung vielleicht. Ja. Ich nehme jetzt den Testartikel. Zack, drei Stück. Wir zahlen per EC weiter. Akzeptieren. Okay. So. Mache ich einen Tagesabschluss. Ausgang, Tagesabschluss. Ja. Will ich. Und Journal drucken, fertig. So, jetzt haben wir alles Mögliche gemacht. Ich habe es jetzt nicht dokumentiert, denn Tagesjournal, wie man was verkauft, gibt separate Videos dazu. Was wir jetzt auf jeden Fall produziert haben, sind Datensätze. Und zwar Anwendungen, Buchhaltung, und jetzt gehen wir auf Buchungen. Geschäftskonto hat sich nichts getan, aber in der Kasse sehen wir nun, aha, wir haben jetzt hier Buchungssätze drin, und zwar verkaufte Gutscheine mit 100 Euro und einen Tagesumsatz mit 19% in Höhe von 101,95. Was an dieser Stelle interessant ist, ist die Eröffnungsbuchung. Das heißt, unser Saldo, die zweite Spalte von rechts oder die dritte Spalte von rechts, so muss ich sagen, ist natürlich eine rekursive Spalte, die aufgrund des Anfangsbestandes und getätigten Umsätzen hierbei Betrag haben oder soll, sich dementsprechend erhöht oder reduziert. So, das ist ja ganz gut so, weil es ist alles drin, was wir brauchen. Im Übrigen, das ist nicht das Kassenbuch, das können Sie hier natürlich genauso ausdrucken. Bloß angemerkt, bei Auswertungen Kassenbuch haben Sie ein separates Kassenbuch, das Sie natürlich dann erst an den Steuerberater geben. So. Bei den Buchungen haben wir ja mehr Möglichkeiten. Und zwar wollen wir jetzt Folgendes mal zu reproduzieren. Jetzt könnten Sie sagen, Menscheskind, jetzt habe ich Tagesabschluss gemacht, habe aber vergessen, eine Einzahlung. Das heißt, zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses wollten Sie eigentlich 100 Euro auf die Bank tragen, haben es aber vergessen, in die Software einzutragen. Und glauben Sie mir, das ist eine Situation, die kommt sehr oft vor, wenn man irgendwas schnell macht. So, jetzt gehe ich einfach mal bei Journalkopien rein. So, und da haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier auf Einzahlungen zu gehen. Und ich möchte auch, wie in dem Video des Tagesabschlusses oder der Journalkopien, nochmal eindringlich darauf verweisen, dass Sie getätigte Entnahmen aus einer Kasse bitte gleich machen beim Tagesjournal. Weil beim Tagesjournal wissen Sie ja, dass Sie schon 20, 30 Euro herausgenommen haben. Und es ist wirklich ein Bruchteil oder vielleicht eine Minute, die Sie da rein investieren, dass Sie das Ding eingeben, je nachdem, wie schnell oder langsam Sie sind.
wenn ich sage, ich muss schnell eine Einzahlung machen, dann gehe ich halt schnell auf Einzahlung und sage, ja, ich habe aufs Geschäftskonto von der Kasse an einem Datum Geld entnommen, 20 Euro, zack, das habe ich einbezahlt aufs Geschäftskonto, okay. Und schon ist es drin. Oder sie sagen, ja, ich habe aber auch noch Bürobedarf gehabt. Ja, das auch vergessen zum Eingeben. Ja, dann gebe ich es halt schon ein. Ja, und sage, keine Ahnung, 3,69 Euro. Wähle ich mir irgendwas aus, sage, übernehmen und speichern. Ja, will es bezahlen. Gehe auf meine Kasse. Ja, ach, mache ich. Nochmal bezahlen, neu. Gehe auf meine Kasse und dann nehme ich hier eine Kategorie, die mir passt. Ist im Übrigen in den Videokategorien erklärt und sage speichern. Also da tue ich jetzt nicht großartig rum. Und nun habe ich hier bei Ausgaben 3,69 Euro drin. Ich habe meine Einzahlung drin. Was Sie an dieser Stelle bitte beachten müssen, ist, dass Sie natürlich, wenn Sie nachträglich etwas eingeben, aufgrund eines Fehlers von Ihnen, weil Sie vergessen haben, etwas einzutragen und Sie sich unbedingt einbilden, dass es an diesem Tag noch eingetragen werden muss, weil es könnte ja sein, dass Sie sagen, naja, ist ja egal, ob ich jetzt die 3,69 Euro gestern, also heute eintrage oder morgen erst. Müssen Sie selber entscheiden. Aber wenn Sie meinen, Sie müssen etwas nachträglich nach einem ausgedruckten Tagesjournal eingeben, müssen Sie natürlich Ihr Tagesjournal nachdrucken. Das heißt, Sie müssen eine Journalkopie machen. Und wenn der Zeitraum länger zurückliegt, wenn Sie sagen, wir haben jetzt März und Sie tragen was im Januar ein, weil Sie sagen, ich habe im Januar einen Beleg vergessen einzugeben und der muss unbedingt im Januar noch rein, können Sie das tun. Das heißt, Sie können eine Ausgabe machen und die dementsprechend im Januar bezahlen, aber Sie müssen natürlich dann ab dem Zeitpunkt der Änderung, zum Beispiel ab dem 10.01., Ihr Tagesjournal nachdrucken. Aber wie Sie das dann machen und wie Sie mehrere Tagesjournale bis zu einem bestimmten Datum ausdrucken, wird Ihnen im Video Tagesjournal und Kopien schön erklärt. So, das heißt, wir haben jetzt halt noch zwei zusätzliche Buchungen getätigt, die wir jetzt halt unter Buchhaltung, Konten, Buchungen in unserem Kassenkonto wiederfinden sollten. Und genauso ist es. Wir haben hier Büromaterial in der Kategorie sonstige Ausgaben und wir haben hier eine Einzahlung auf das Geschäftskonto. Das heißt, wir haben hier S für Sollbuchung, das heißt 20 Euro von der Kasse genommen und unser Geschäftskonto sollte nun diese Einzahlung erhalten haben. Wenn Sie sagen, ja, jetzt habe ich jetzt mich vertan, möchte ich was ändern, ja, probieren Sie es halt. Sie können eine Eröffnungsbuchung, können Sie hier das Eröffnungsbuchen ändern, das wissen wir inzwischen. Wenn ich hier draufklicke auf Einzahlung und ich sage ändern, sagt der liebe Freund, das geht nicht. Verwende bitte das Formular Einzahlungen für eventuelle Korrekturen. Genauso verhält es sich mit Ausgaben. Sie können nicht irgendeine Ausgabe hier in den Buchungen einfach löschen, sodass Sie sagen, hey, will ich jetzt löschen, wird Ihnen ja gleich gar nicht angeboten. Sondern Sie verwenden für das Editieren von Informationen, die Sie eingegeben haben, immer den Ursprung, also das Ursprungsformular, die Ursprungseingabemaske. In unserem Beispiel ist es eben für Einzahlungen ja das Einzahlungsformular. Okay, und da könnten Sie dann hergehen, könnten sagen, ich habe mich vertan, aber hier haben Sie keine Möglichkeit mehr etwas zu ändern, weil der Tag ja schon abgeschlossen ist. Da müssen Sie es einfach genauso machen wie der Steuerberater, Sie müssen eine Gegenbuchung erstellen. Wenn Sie sagen, die 20 Euro stimmen nicht, da habe ich mich total vertan, das war ja eigentlich der, keine Ahnung, der 27., dann müssen Sie für den 28. eine Gegenbuchung von minus 20 Euro erstellen und dann ist gut. Das heißt, dann hebt sich die Buchung wieder auf. Also nachträgliche Manipulationen komplett ausgeschlossen, über die Buchungsmaske ja sowieso nicht. Also immer im Ursprung machen. So, was können wir hier noch Schönes machen? Klar, wir können das Ganze natürlich jetzt auch ausdrucken, dass wir sagen, wir wollen es drucken. Da können Sie sagen, ich will es. Ich will alle Konten sehen oder nur das besagte Konto im Querformat. Ja, nein, für einen gewählten Zeitraum bis zu einem bestimmten Bereich oder monatliches Kontoblatt, wie auch immer. Und dann sage ich drucken. Nun haben Sie dann die Information da, die sehr übersichtlich ist, mit den dementsprechenden Summen. Alles gut. Wie gesagt, hier bei den Buchungen, das ist nicht das Kassenbuch. Das Kassenbuch finden Sie hier. Auswertungen, Kassenbuch. Okay? Was auch noch bei der Konten- und Buchungsverwaltung vielleicht interessant ist, wenn wir auf ein Girokonto gehen, haben wir Bezahlungen, also das heißt, wie in unserem Beispiel, wir haben eine Information, einen länglichen Button hier stehen, der einfach nichts anderes sagt, pass mal auf, du kriegst da Geld. Versuchen wir es mal in Bayerisch zu sprechen. Der sagt, Geschäftskonto, du kriegst da Geld.
Geld ist immer gut. Da können wir mal draufklicken und schauen, was da passiert ist. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier eine EC-Zahlung. Hier Tagesumsatz. Heißt ja Zahlungen mit offenem Buchungsdatum für EC, Scheck oder Kartenzahlungen. Und er sagt, dass er am 28.02. einen Betrag von 54 Euro per EC erhalten hat. Also nicht Bargeldzahlung erhalten hat. Und diese EC-Zahlung, die Sie vielleicht am Freitagabend um 18 Uhr tätigen, also 3 Minuten bevor Sie den Laden zusperren, ist sehr unwahrscheinlich, dass die am gleichen Tag noch auf Ihr Konto geflossen ist. Deswegen haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wenn Sie hier mehrere Buchungen hätten, Sie wollen einen markierten Zeitraum buchen. Na, oder Sie könnten sagen, pass mal auf, mach selber. Wenn Sie sagen, mach selber, setzt er automatisch fürs Buchungsdatum das Erstellungsdatum ein. Okay? Oder Sie könnten sagen, ich will den 28. auf ein bestimmtes Datum buchen. Das können Sie hier, ich erhöhe das einfach mal mit Plus und Minus. Wenn es jetzt Freitagabend zum Beispiel war, könnten Sie das Ganze jetzt seit Freitagabend, Samstag wird es nicht gebucht, Montag, ist Rosenmontag jetzt, fraglich ist es da gebucht, könnte ich vielleicht einen 4.3. auswählen oder einen 5.3. Egal wie. Und nun sage ich Übernehmen. Wenn ich jetzt auf Übernehmen klicke, hier unten rechts, Übernehmen und Beenden, dann werden die von Ihnen getätigten bzw. markierten Datensätze, die gebucht werden sollen, übernommen. Warum müssen Sie das selber tun? Je nachdem, welchen Vertrag Sie mit Ihrem Provider haben, mit Ihrem EC-Provider, wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle LPay, einfach für Fragen zu LPay uns kontaktieren. Ist es so, dass das Geld natürlich täglich zu Ihnen unterwegs sein kann? Also das heißt, wenn Sie heute Umsätze tätigen, sind die unter Umständen morgen auf Ihrem Konto. Wenn natürlich kein Feiertag oder das Wochenende dazwischen ist, klar. Oder wenn Sie sagen, nee, mir reicht es wöchentlich, dann kommen halt die Summen aufkumuliert einmal in der Woche auf Ihr Konto und dann könnten Sie sagen, das waren die und die Beträge und die könnten Sie dann buchen. Somit haben Sie einen Überblick, was ist denn reingekommen und vor allem auch wann und wie lange war das Geld eventuell unterwegs. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ich sage einfach mal, ich lasse es ihm heute buchen. So, und ich sage übernehmen. Und was passiert jetzt, wenn Sie jetzt das im Hintergrund ansehen? Ich sage, übernimm das. Jetzt wird dementsprechend der Tagesumsatz, dieser bargeldlose, sprich EC-Zahlungsumsatz, auf das Geschäftskonto gebucht. Wir haben somit eine kumulierte Summe des Eröffnungsbestandes plus die dementsprechenden Zu- bzw. Abgänge. Sie können auch für Ihren Steuerberater hier die Daten aufbereitet wiedergeben. Was soll das bedeuten? Ganz einfach, Ihr Steuerberater kann unter Umständen die von Ihnen getätigten Buchungen einlesen. Dabei möchte ich nochmal ganz, ganz eindringlich darauf hinweisen, dass Wabi Profi 3 nicht den Steuerberater setzt, Ihnen nicht die Steuer macht, Ihnen auch keinen technischen Monats- oder Jahresabschluss macht. Nein, das heißt, er setzt nicht den Steuerberater, er kann lediglich sagen, lieber Steuerberater, hier hast du die Daten, schau das an, kannst du was damit anfangen. Die Übermittlung der Daten hängt natürlich auch von Ihren Buchungen ab. Das heißt, Standardbuchungen, die werden sowieso vorgenommen vom System, das können Sie nicht beeinflussen. Aber alles, was unter Umständen Sie an Ausgaben eingeben, ja, wo Sie sagen, das habe ich jetzt bezahlt vom Geschäftskonto oder von der Kasse, wie auch immer. Und wenn die Ausgabe etwas komplexer wird, weil die Ausgabe halt 3 verschiedene Mehrwertsteuersätze hat, mit Frachtkosten, Versandversicherungen, eventuell erteilte Rabatte und am schlimmsten Fall noch Skonto, ja, dann ist so ein Buchungssatz richtig heftig. Und diejenigen unter Ihnen, die BWL hatten, die können das an dieser Stelle wahrscheinlich kopfnickend bestätigen. Deswegen ist das eine sehr schöne Geschichte, aber allerdings natürlich nur, wenn man es richtig bedient. Klar, und dazu muss man sich halt mit der Materie BWL bzw. DATEV-Kontenrahmen etwas auseinandersetzen. Okay, dann kommen wir auch zu dem Punkt DATEV. Das Ganze, Sie können hier auf DATEV klicken, Sie können sagen, ich will jetzt halt einfach mal exportieren und bitte jetzt dahin schauen, also das heißt, das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, sollten Sie auch verinnerlichen. Viele machen jetzt Folgendes, sagen Export, ja, ja, okay, Ausgabepfad nicht da, dann gebe ich halt irgendeinen Pfad ein oder suche mir einen und sage Export. Nun könnte ich irgendwas hier ansehen, jetzt mache ich das exportierte Verzeichnis auf und es ist leer. So, warum ist es leer? Na, rufen Leute an, hey, es geht nicht. Bitte hinschauen. Wir haben hier keine Umsätze von 2013 drin, sondern ab 2014.
Das heißt, Sie müssen den dementsprechenden Auswertungszeitraum natürlich eintragen. Ja, sowas gibt's. Und dementsprechend die Informationen hier eintragen. Und jetzt könnten wir sagen, export einmal. Schauen wir mal, was passiert. So, und jetzt haben wir hier eine Datei, die Sie öffnen könnten. In der haben wir jetzt noch nichts Großartiges drinstehen, aber wir haben die Datei schon, mit denen der Steuerberater was anfangen kann. Warum steht da noch nichts drin? Ganz einfach, weil Sie natürlich unter Anwendungen, Buchungen und Kategorien, wie in dem Video Kategorien und Buchungskonten schön erklärt, überall die DATEV-Nummer eintragen müssen. Denn es kann keine Buchung auf ein nicht bekanntes Konto vorgenommen werden. Demzufolge bitte hier erst alle DATEV-Nummern eintragen, die für Sie und Ihren Kontenrahmen relevant sind, gegebenenfalls diese Kategorien Buchungskonten ergänzen und dann können Sie auch einen Export machen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, ich weiß, das ist alles ziemlich verzweigt, aber Wavi kann das halt einfach. Und ja, wenn es ein anderes Programm nicht kann, ist es halt, ja, ist doof, aber Wavi kann es halt. Was Wavi allerdings nicht kann, ist, wenn Sie auf einen Beleg, zum Beispiel, Sie haben jetzt einen Kassenbeleg vor sich, wo Sie Kundengeschenke und Reinigungsmittel gekauft haben, also irgendwas komplett Konträres, also Gegensätzliches, und Sie einen Zahlbetrag von 20 Euro haben und diese beiden Summen splitten sich auf, ne? Das heißt einmal in 10 Euro Kundengeschenke und 10 Euro Reinigungsmaterial. Das kann Wavi Profi 3 nicht, denn ich habe gesagt, die Wavi Profi 3 ersetzt nicht den Steuerberater. Wenn Sie sowas haben und trotzdem richtig verbuchen wollen, als kleiner Tipp, zahlen Sie es auf zweimal. Zahlen Sie jede Kategorie extra. Das heißt, Sie zahlen Ihre Kundengeschenke extra und Sie zahlen Ihr Reinigungsmaterial extra. Denn dann können Sie diese zwei Belege natürlich separat eingeben bei den Ausgaben, also sprich erfassen, aber auf die richtige Kategorie verbuchen. Nur so als kleiner Trick. Können Sie sagen, ja, ist ja wieder Aufwand. Ja, und? Aber Sie haben es richtig verbucht. So, also, wir fassen zusammen. Getätigte Informationen können nicht geändert werden, also steuerrelevante Informationen können nicht geändert werden. Hier Änderung gesperrt, Tagesumsatz, klar. Also es geht ja gar nicht, wenn Sie da irgendwie rummanipulieren könnten. Auch, sage ich jetzt mal, getätigte Einzahlungen auf Entbuchungen haben immer am Ursprung bearbeitet werden. Das bedeutet, eine Einzahlung, die Sie getätigt haben, kann nur im Einzahlungsformular auch wieder neutralisiert bzw. durch eine Gegenbuchung aufgehoben werden. Okay, hier unten den Button einfügen, was ist es? Ganz einfach, hier kommen Sie zu den Kategorien und könnten eine eventuell vergessene Kategorie eintragen, wo Sie sagen, ah, ich habe ganz vergessen, ich brauche ja Miete laden, ne? Muss ich unbedingt haben. Ja, dann tragen Sie es ein. Dazu schauen Sie sich aber bitte das Video Kategorien und Buchungskonten an. Im Laufe der Zeit sammeln sich natürlich hier sehr viele Informationen an. Klar, aber Wavi Profi 3 muss die Informationen ja beibehalten, denn unter Wavi Profi 3 unterliegt ja auch der digitalen Aufbewahrungspflicht, die unser Gesetzgeber einfach fordert. Und das kann Wavi Profi 3. Der Nachteil an dieser Forderung, also an der Erfüllung dieser Forderung, ist einfach der, dass es zulasten von Speicherplatz und Performance geht. Klar, wenn Sie 10 Jahre lang irgendwas aufheben müssen, vergleichbar mit einem Rucksack, wenn Sie einen Berg raufgehen und Sie alle 500 Meter schmeißt Ihnen jemand einen Stein mit einem Kilo hinten rein. Nach 3 Kilometer, dann kommen Sie langsam ins Schwitzen. So ist es natürlich mit einer Software auch. Je mehr das die schleppen muss, desto größere Anforderungen an die Hardware fallen hier an. Aber es ist jetzt eine andere Geschichte, ist halt einfach so, kann man nichts machen. Okay, was haben wir eventuell noch? Ja, wir könnten vielleicht die Funktion Suchen noch anschauen. Hier können Sie nach einem bestimmten Datum suchen. Ja, ich sage jetzt einfach mal der 27. suchen. Ja, dann sagt der Herr, er hat hier oben rechts keine Buchungen zum ausgewählten Datum gefunden. Sie könnten nach bestimmten Texten suchen, dass Sie sagen, hä, was war denn das? Habe ich irgendwie mal Büro, irgendwas mit Büro mal gehabt, Bürobedarf oder Tanken? Und dann kann ich sagen, suchen, dann springt er hier hin. Oder Sie können sich das Ganze natürlich hier in der Liste ausgeben lassen und sagen, ach ja, schau her, das war das. Klar. Oder nach einem Betrag suchen, keine Ahnung, was nehmen wir da, 101,95, und dann sage ich jetzt mal suchen, dann findet er in denen, oder Sie können sich's auch wieder hier in Form einer Liste anzeigen lassen. So, dass Sie bei größeren Buchungsdatensätzen hier jederzeit wunderbar suchen können. Ich bitte bloß zu beachten, wenn Sie, das machen wir jetzt einfach noch, weil wir gerade drin sind, ja, wir machen das, wir sagen, ich mache jetzt eine
böse Rechnung. Ja, und zwar Belegnummer, also 3, 4, 5, 6. Nur damit Sie mal sehen, was Wabi kann. 100 Euro mit 7% und 30 Euro mit 0%. Das heißt, ich simuliere jetzt eine Warenlieferung eines Lieferanten vom anderen Lieferant halt, und da sage ich ihm, pass mal auf, ich habe 400 Euro Ware mit 19, 400 Euro mit 7 und 30 mehrwertsteuerneutrale Ware geliefert bekommen. Und da habe ich hier Fracht mit 10 Euro und da habe ich es mit anteilig mit, keine Ahnung, mit auch 10 Euro, scheißegal. Und ich sage, ich habe 3% Skonto bekommen. Okay. Ja, ja, so, es kann sogar noch wilder werden. Es können hier Bruttobeträge, also Versandversicherungen mit und so weiter reinlaufen und Rabatte und ganz toll. So, das ist für jeden, der es buchen muss, ein Albtraum. Okay, ich sage, das ist vom Geschäftskonto bezahlt worden. Das waren irgendwelche Ausgaben, egal. Und ich sage einfach mal speichern, nur damit Sie es mal sehen, was da passiert. Anwendungen, Buchhaltung, Buchungen. Nun haben wir hier für diese Rechnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchungssätze. Und genau das macht eigentlich der Steuerberater auch, dass er sagt, okay, ich splitte das Ganze. Wabi Profi 3 bei den Ausgaben, also das heißt, wenn Sie eine Ausgabe erfassen, weiß, okay, das ist Wareneinkauf, okay, dann weiß er, ah, das waren Frachtkosten und das waren Skontis. Also das kann er schon gut zerlegen. Aber wie gesagt, wenn das Ding auf verschiedene Bereiche läuft, dann kann er es natürlich nicht mehr, wie ich vorhin erwähnt habe, dass er sagt, Kundengeschenke und Reinigungsmaterial zusammen in einer Summe buchen, das geht nicht. Aber so nur, damit Sie sehen, dass das auch geht. Und wenn Sie hier irgendwas ändern wollen, dann sagt er, hey, lieber Benutzer, es geht nicht, das musst du über die Ausgaben machen. Also das heißt, alles, was irgendwie kritisch ist oder nicht verändert werden darf, sagt der Verweigerer entweder oder sagt, wenn du was ändern willst, lieber Benutzer, dann ändere es dort, wo du es erstellt hast. Das ist immer so der Grundsatz von Wabi, da wo was möglich ist, da ist es auch möglich, da wo was nicht möglich ist, geht es halt einfach nicht. Im Klartext, wenn ich Auto fahren will, muss ich im Auto sitzen. Ich kann nicht im Wohnzimmer sein und mir denken, ach, jetzt würde ich aber gern Auto fahren. Ja, ohne dass ich mich zum Auto bewege, wird es wohl nicht funktionieren. Und Wabi Profi 3 folgt diesem gleichen logischen Grundsatz. So, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu Tode gelabert. Ich finde es schon cool irgendwie. Ist ein komplexes Thema und ist durchaus wert, dass man da ein bisschen rumexperimentiert und durchaus einmal Dokumentationen oder vielleicht diese Videos anschaut. Und an der Stelle vielleicht noch ganz kurz, was vielleicht vielen jetzt hat, nicht ins Auge gestochen ist. Schauen Sie mal bitte hier oben hin, in diesen Platzhalter, in diesen grauen rechts oben. Wenn wir auf Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen gehen, öffnet sich automatisch die Toolbox, wo Sie dann direkt zu den Ausgaben noch springen könnten, zu den Löhnen, wie auch immer. Also das heißt, alles, was halt irgendwie kontenrelevant ist. Das heißt, wenn Sie irgendwas vergessen haben, könnten Sie es an dieser Stelle auch direkt schnell eingeben, dass Sie sagen, Geschäftskonto, leck, ja klar, muss ich jetzt schnell vom Warenlieferung eingeben, ja, dann gehen Sie dann einfach schnell auf Ausgaben. Das heißt, Sie müssen diese Buchung nicht separat verlassen können, sondern können hier direkt drauf springen. So, dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr strapaziert und ich hoffe, es hat Ihnen irgendwas gebracht. Bis bald. Tschüss.